Jo, hallo und herzlich willkommen zum großen Finale bei Super Tuxcard. Hoffentlich das letzte Rennen. Ford Magma. Wir müssen einfach nur Erster werden. Hier machen wir den mittleren Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, das ist fair. Links der finale Gegner mit Weihnachtsmütze. Sieht ja schon mal nicht ganz so ernst aus. Und Gegner sehr schlecht gestartet. Aber jetzt haben wir hier Probleme gerade gehabt. Boah. Komische Strecke. Oh, was ist das hier vorne? Wow, nur genau, ausgerechnet bei uns, ist klar. Was denn auch sonst? So, wie ist der Streckenverlauf jetzt? Links, oh. Achso, ich hätte auch dort anders fahren können. Im Moment haben wir die Führung inne, es sind aber 3 Runden und es wird ein richtiges hartes Rennen. Ha. Bullingkugel abgewehrt, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn der, der Kuchen den Typen getroffen hätte. Jetzt habe ich auch eine Bullingkugel. Treffer und Turbo. Ach, einfach nur weg, 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 weg. Wow. Oh, wo kam denn der her? Dramatik, das letzte Rennen hier. Dramatik. Oh. Letzte Runde. Wo hat denn der immer die Seife? Nein. Jetzt müssen wir ein bisschen abreißen lassen, leider. Ach, scheiße, das hätte ich sehen kommen müssen. Boah. Jetzt wird's eng, es wird eng. Nein, nein, nein. Oh, das war bitter. Bitter, bitter, bitter. Gleich nochmal. Auf jeden Fall sehr guter Start von uns, aber der Gegner kommt ein bisschen besser weg. Im Prinzip, wenn ich hier Nitro sammle und das erst wirklich am Ende einsetze, kurz am Ziel, dass ich einfach vorbeiziehen muss. Das könnte im Prinzip hier der Schlüssel zum Erfolg sein. Na komm, Bowlingkugel. Ach. Komm, mach mich wieder groß, Mensch. Schloss. Man kann auch irgendwie dort rechts fahren. Na, wo ist er? Wo ist er? Hier vorne. Oh. Aber es haben, wir haben uns beide getroffen. Zweite Runde in diesem spannenden Finalrennen. Ah, Nitro. Wo kriegt denn der immer die ganzen Items her? Das finde ich ungerecht, dass der immer Items hat, ohne was einsammeln zu müssen. Das war jetzt nicht so toll. Jetzt der 3 Bowlingkugeln wieder. Oh. Gut, 3 Turbos sind mir dann doch lieber als Bowlingkugeln. Oh, es klingelt mein Handy auch noch. Mann, mach Pause.
Oh, ich krieg die Krise. Oh, ich habe jetzt keine Zeit. Jetzt kann ich das Rennen gleich nochmal neu starten wegen dem Fehler. Oh, ist das beschissen. Warte mal, Moment. So. Oh. Meine Güte. Ja, ist gut, Handy. Du kannst aufhören mit Klingeln. Ich gehe nie ran. Mensch, in solchen spannenden ist immer passiert sowas immer. Gerade wenn es irgendwie auf was ankommt. Wow, jetzt hat er. Oh. Zweite Runde jetzt übrigens. Oh. So, erstmal Kuchen gekriegt, der Typ. Kann er echt nie angehen. Das war dumm. Ich wollte eigentlich mal das große Nitro haben, aber ich glaube, das war es dann jetzt auch schon wieder gewesen. Oh, vier Turbos. Oh! Wie viele Turbos waren denn das jetzt? Aber das hat uns nichts genützt und wir haben es ja verknackt. Verkackt. Oh, nee. Bitter. Wir hätten, glaube ich, 5 oder 6 Turbos gehabt. So, den letzten Turbo, den hebe ich mir auf. Fürs Finale. Ich krieg die Krise. Oh. Alter. Ey. Das hätte so gut klappen können. Oh, ist das zum Kotzen. Zack, Turbo rein und ich wäre vorbei gewesen. Aber nee. So, komm. Den Versuch haben wir noch. Basketball. Wird ja leider abgewehrt von Seife. Also jetzt hier zu unserem Nachteil. Die Stelle ist hier am beschissensten, wo man hier diesen Hang hochfährt. Na, dann kommt die Kugel. Ah, nicht getroffen. Ah, gleich mal locker flockig vorbeigezogen. Ich glaube, hier diese Kurven runter Turbo einzusetzen, ist, glaube ich, nicht die beste Idee, die man haben kann, weil der zerreißt einem ja doch ganz schön. So, nochmal Basketball, aber wird. Ja, doch, jetzt hat er getroffen. Der Treffer zählte jetzt. Sehr gut. Ah,
genau so war das doch geplant. So, letzte Runde. Na, wir haben sogar ein bisschen Vorsprung. Will mich da jetzt aber jetzt nicht zu früh freuen, weil jetzt haben wir zum Beispiel den Fallschirm gekriegt und er hat richtig Zeit gekostet gerade. Wow. Ah, genau. Ja. Komm, mach mich wieder groß, Mensch. Hallo. So, wo fährt der lang? Gut. Jetzt die Entscheidung. Wer macht's? Oh, nee. Komm. Komm, komm, komm. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja. Boah. Boah, das war aber jetzt knapp am Ende. Aber wir haben es geschafft. Puh. Jo, das war SuperTuxKart. Hier seht ihr nochmal alle, die mitprogrammiert haben, wie zum Beispiel der Jörg Heinrichs, a.k.a. Heiker, Marianne Garnon, zum Beispiel, die haben alle mitgemacht. Ich lasse einfach mal laufen. Jean-Manuel Clementfong, auch dabei, hat verschiedene Strecken, die Grafiken bearbeitet, aber ihr könnt das ja selber lesen. Tja, SuperTuxKart, das war's, Open Source Rennspiel im Mario Kart Stil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt das Spiel runterladen, den Link dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich. Und das war der Story-Modus. Vielleicht gibt es ab und zu nochmal so ein Rennen. Es gibt ja hier noch ein paar Mods und andere Strecken, die man spielen kann. Und andere Cards. Mal gucken, je nachdem wie ich Lust habe, was es jetzt anstelle von SuperTuxKart für ein neues Spiel gibt. Weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Mal gucken. Ich habe da schon ein oder zwei in der näheren Auswahl, sag ich's mal. Und ja, das werden wir einfach sehen. Beziehungsweise das werdet ihr einfach sehen, welches Spiel als nächstes auf meinem Kanal kommt. Tja, hier steht's halt nochmal alles im Abspann. Wer die ganzen Cards und die ganzen Strecken designt hat. Ich lasse es einfach mal aus Credit, wegen den Credits der Programmierer mal laufen, dass ihr auch seht, wer da mitgemacht hat.
Ja, das war's mit Supertuxcard. Ich sag nochmal vielen Dank fürs Spiel, fürs Zuschauen natürlich. Und bis zum nächsten Video, zum nächsten Spiel, was auch immer das sein wird. Und ja, danke und tschüss.